nach Hause kommen. Das Leben genießen und im Kreise der Familie Entspannung finden. Super. Und wo finden Sie das? Dormagen liegt direkt am Rhein. Im Norden die Landeshauptstadt Düsseldorf. Im Süden Köln. Mittendrin im Herzen des Rheinlands ist Dormagen nah am Puls der Großstädte, aber doch im Grün und mit viel Wasser und Wald. Mit dem Auto sind es nur knapp 20 Kilometer zum Kölner Dom oder der Düsseldorfer Königsallee. Die Stadt ist eingebunden in ein Verkehrsnetz, das die Menschen aus der ganzen Welt verbindet. Mit der S-Bahn oder dem Regio erreicht man auch schnell und direkt die internationalen Flughäfen im Rheinland. Dormagen ist bundesweit anerkannt für seine Familienfreundlichkeit. Wir ermöglichen eine Betreuungsplatzgarantie für Kinder schon ab dem 4. Lebensmonat. Die meisten Naturschutzgebiete im Rheinkreis Neuss finden sich in Dormagen. Zahlreiche Wander- und Radwege laden zur Erholung ein. Die mittelalterliche Zollfeste Zons ist ein großer touristischer Anziehungspunkt. Die Märchenspiele auf der Freilichtbühne sind ein beliebtes Ausflugsziel für die ganze Familie. Menschen aus der ganzen Welt besuchen in Dormagen auch das Kloster Knechtsteden. Es ist die größte mittelalterliche Abtei im Erzbistum Köln. Die romanische Basilika stammt aus dem 12. Jahrhundert. Ganz in der Nähe befindet sich der Tannenbusch mit einem Tierpark. Kommen Sie vorbei, der Eintritt ist frei. Die Fußgängerzone in der Innenstadt bietet mit über 150 Geschäften eine große Auswahl. Um den Rathausplatz herum gibt es über das ganze Jahr viele große Veranstaltungen, wie den Michaelismarkt im September. Dormagen ist auch Hightech-Standort. Jeder Dritte arbeitet im produzierenden Gewerbe und im Umkreis von 25 Kilometern gibt es über 1 Million weitere Arbeitsplätze. Gut für Ausbildung und Berufschancen. Der Sport hat in Dormagen einen hohen Stellenwert. Die Stadt stellt regelmäßig Teilnehmer bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen. Auch der Breitensport kommt nicht zu kurz. Jeder dritte Dormagener ist in einem Sportverein. Schon in Kindertagesstätten und Grundschulen wird die Bewegung gezielt gefördert. In Dormagen findet jeder rasch Anschluss. In der rheinisch-fröhlichen Stadt gibt es mehr als 300 Vereine, die in den 16 Stadtteilen für ein gutes Zusammenleben sorgen. Dormagen. Nach Hause kommen.